RTV Vorarlberg Magazin. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des RTV Vorarlberg Magazins. Ja, in dieser Woche war wieder einiges los, wie zum Beispiel der Wahlkampf der Arbeiterkammer Vorarlberg. Und der sorgt auch bei den Arbeitnehmern für reichlich Gesprächsstoff. Wahlen alleine, so sagt man zumindest, machen noch keine Demokratie. Denn dazu benötigt es Menschen, die genau zu diesen Wahlen gehen, um so auch ihr Wahlrecht in Anspruch zu nehmen. Wie beispielsweise hier in Vorarlberg, da wird in diesen Tagen gewählt. Seit dem vergangenen Montag und noch bis zum 7. Februar stellen sich die wahlwerbenden Fraktionen der Arbeiterkammerwahl 2019. Mit gleich 7 wahlwerbenden Listen treten in diesem Jahr so viele politische Bewegungen an wie noch nie. Und mit 133.880 Wahlberechtigten weist dieser Urnengang noch einen weiteren Rekord auf, denn damit ist die Zahl der Wahlberechtigten um 10,2% gestiegen. In keinem anderen Bundesland hat sich die Zahl der wahlberechtigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer seit der letzten Wahl im Jahr 2014 so erhöht wie in Vorarlberg. Ein Zuwachs, der die Bedeutung dieser Wahl ins Treffen führt. Also ich finde es einfach wichtig, dass wir als Arbeitnehmer, genauso wie die Wirtschaft, als die Wirtschaftskammer als Interessenvertretung hat, wir eben die Arbeiterkammer als Interessenvertretung haben und damit auch eine Organisation, die eigentlich für unsere Interessen einsteht. Ich finde es total super. Ich habe das Gefühl, ich bin beteiligt an dem Ganzen und kann mitschwätzen. In dem Gespräch mit meinem Papa haben wir uns dafür entschieden, dass es bei der Arbeiterkammer jetzt persönlich jetzt für uns nicht vonnöten wäre, dass man das in eine Wahl legt. So wird alle 5 Jahre in den 9 Bundesländern die jeweilige Vollversammlung der Arbeiterkammer gewählt. Sie ist vergleichbar mit einem Parlament. Mehrere Fraktionen werden dort entsprechend ihrem Stimmenanteil bei den Wahlen repräsentiert. Und man kann auch direkt im Betrieb wählen, wenn dort ein Wahllokal eingerichtet wird. In den meisten großen und mittleren Unternehmen ist dies der Fall, wie beispielsweise bei Kabel-TV Lampert in Rankweil. Ja, für mich hat das einen großen Vorteil, weil ich erspare mir dadurch Zeit, habe eine tolle Atmosphäre, wo ich wählen kann, fühle mich wohl da, ja, und erspare mir einen Weg dadurch. Also ich finde die Möglichkeit super, weil es gibt wie mich zum Beispiel Vollzeit berufstätige Personen, die einfach zum Wähler nicht wirklich Zeit finden so schnell. Naja, es ist natürlich höchst angenehm, wenn man das über ein Wahllokal in der eigenen Firma oder über Briefwahl machen kann, weil man sich auch viel Zeit spart, als wenn man jetzt ein Wahllokal extra dafür aufsuchen müsste oder so. Wer nicht im eigenen Betrieb, sprich Unternehmen, wählen kann, hat die Möglichkeit, seine Stimme per Briefwahl abzugeben. Die ausgefüllten Wahlkarten können die Wahlberechtigten zurückschicken oder in einem öffentlichen Wahllokal abgeben. Die Zusendung der Wahlkarten erfolgte dabei automatisch, jeweils in den Betrieben, in denen kein Wahllokal vorhanden ist. Wie aber ist es um die Glaubwürdigkeit der Arbeiterkammer Vorarlberg bestellt? Ist man als Arbeitnehmerin, sprich Arbeitnehmer, diesbezüglich gut vertreten und repräsentiert? Also ich persönlich finde es super, dass es die Arbeiterkammer überhaupt gibt. Ich finde es beruhigt mich ungemein, dass da ein Unternehmen ist, wo für mich da ist, wo sich auch für mich durchsetzen kann, wenn ich einmal nicht kann. Und also ich bin mir sicher, dass man sich da immer an sämtliche Fragen an der Arbeiterkammer wenden kann. Ich persönlich habe es noch nie gebraucht, aber es ist super, dass es sie gibt. Ich kenne einige, die sie schon gebraucht haben, haben immer zu der Arbeiterkammer gehen können, haben auch Hilfe gefunden. Und ich finde es so wichtig, dass es sowas gibt und es sollte weiterhin so sein. Also ich bin bisher sehr gut von der Arbeiterkammer vertreten worden. Ein früherer Arbeitgeber mal die Situation gehabt, dass er Schluss haben musste.
Und da hat die Gehälter nicht mehr zahlen können und da sind wir sehr, sehr gut unterstützt worden. Und egal mit welchem Anliegen ich bisher dort war, war immer alles top. Also ich finde das Schulungsprogramm ganz toll, dass die Arbeiterkammer auch bietet. Also gibt es ja für alle Bereiche immer wieder wirklich tolle Angebote, die man gut nutzen kann als Arbeitnehmer. Und natürlich auch diese Rechtsberatung, die Arbeiterkammer auch bietet, ist ja auch in einem oder anderen Fall einmal ganz hilfreich. So stehen bei der Erstellung eines Zukunftsprogramms der Arbeiterkammer die Bedürfnisse der Mitglieder im Zentrum. Denn ausschließlich sie sind es, die den Kurs der AK weiterhin bestimmen. Durch persönliche Wünsche der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an ihre Interessensvertretung. Also wenn ich mir was wünschen darf, dann wären es die zumutbaren Zeiten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit zu fahren. Weil bei mir wären das 78 Minuten Fahrzeit und das finde ich schon arg viel. Mir wäre es ganz wichtig, dass die Arbeiterkammer sich viel stärker mit der Digitalisierung der Gesellschaft und der Auswirkungen der Digitalisierung auf den Arbeitsmarkt und die Arbeitnehmer beschäftigt und da einfach auch sich Lösungen überlegt oder findet, wie man mit dem in Zukunft umgehen möchte. Jetzt spontan fällt mir gerade nur ein, weil ich habe auch Lehre gemacht, 3 Jahre lang in der Berufsschule. Und dort habe ich auch Wirtschaftskunde als Unterrichtsfach gehabt. Und dort haben wir den Kaufvertrag mit Konsumentenschutz durchgenommen. Und das habe ich mir damals ein bisschen schwierig verbindlicher können, dieser Konsumentenschutz und so weiter. Und für diesen Konsumentenschutz ist die Arbeiterkammer auch verantwortlich und das fände ich super, dass wenn man irgendwie in der Schule mehr Exkursionen macht in die Arbeiterkammer, damit wir ein bisschen Praxis haben, damit wir diese Menschen, die mit dem zum Tor haben, tagtäglich ein bisschen kennenlernen, menschennah sind und ich glaube, das wäre super für die jungen Menschen. Das. Die Arbeiterkammerwahl 2019 findet also exakt in diesen Tagen statt. Noch bis zum 7. Februar haben Sie die Möglichkeit, Ihre Stimme abzugeben. Nützen Sie also diesbezüglich Ihr Wahlrecht, denn ganz egal, für wen immer Sie sich auch entscheiden, das Wichtigste ist zu wissen, dass Ihr Kandidat oder Ihre Kandidatin nicht unbedingt die erste Wahl sein muss. Schlussendlich für Sie persönlich aber die richtige Wahl. Nicht nur die Zentrale der Arbeiterkammer Vorarlberg, sondern auch das Landeskrankenhaus befindet sich in Felkir. Und dort haben wir uns etwas über das allgemeine Blutspenden informiert. Blutspenden können Leben retten, das ist Fakt. Und im Landeskrankenhaus Felkirch weiß man ganz genau über die Wichtigkeit dieser guten Tat Bescheid. Die Blutspenden sind mittlerweile unsere wichtigste Säule in der modernen Medizin. Ohne Blutkonserven sind hochkomplizierte Operationen oder auch Therapien nicht mehr möglich. Hauptadressaten, Hauptpatienten, die es brauchen, sind Unfallopfer und vor allen Dingen Krebspatienten. Das Blut wird nach der Abnahme sofort aufgearbeitet. Es wird zentrifugiert und dann in seine Bestandteile, die festen und die flüssigen, aufgetrennt. Es wird filtriert und anschließend getestet, damit das Blut entsprechend keine Keime enthält. Und wenn die Tests alle negativ sind, wird das Blut etikettiert und damit ist es ein Arzneimittel. Regelmäßig als Spender agiert auch Johannes Dietrich, denn er stellt sich immer wieder zur Verfügung. Ja, ich bin damals regelmäßig in Blutspende gegangen. Und im Zuge von einer Blutspendeaktion hat man mich darauf angeschwätzt, damit man das vorstellen könnte, das zu machen. Und ja, seitdem mache ich das jetzt regelmäßig. Also wurde angerufen,
gefragt, ob ich da Zeit hätte und dann oft auch mal kurzfristig. Wir haben eine Besonderheit, hier ist es die Spende von Blutplättchen für die Blutgerinnung. Das ist ein ganz wichtiges Arzneimittel für Krebspatienten, deren Blutgerinnung nicht mehr funktioniert. Damit die nicht bluten, kann man Blutplättchen einsetzen, die sogenannten Thrombozyten. Die werden hier isoliert. Hier haben wir einen tapferen Spender, einer von den besonderen Thrombozytenspendern, die wir dafür einladen. Und man sieht an der Maschine hier, dass das Blut eingeleitet wird in ein Apparat, in eine Trennung. Hier drin ist eine Zentrifuge und hier wird online getrennt zwischen den sonstigen Teilen des Blutes und den Blutplättchen. Die werden hier raus isoliert und landen sofort in einem dieser Beutel. Das ist damit ganz frisches Material. Das hält auch nur 7 Tage und innerhalb der 7 Tage wird es dann verwendet für die Krebspatienten. Ja, also grundsätzlich ist es gleich wie das Blutspenden. Klar, es dauert ein bisschen länger, aber vom Gefühl her, jeder, der Blutspenden geht, kann grundsätzlich auch Blutplasma gespenden. Und wie viel Mal bist du schon da gewesen, wie viel Mal machst du das? Sie haben es zwar rausgesagt, bin jetzt zum 31. Mal da. Und so wie für Johannes gelten auch für alle anderen Menschen in Österreich dieselben Zulassungskriterien zum Blutspenden. Spenden darf, wer über 18 Jahre ist, mehr als 50 Kilo wiegt und gesund ist. Spendeausschlusskriterien wären unter anderem bestimmte Medikamente, weil diese Medikamente ja sonst in der Konserve wären und beim Patient landen. Oder auch Urlaubsreisen, bei denen die Gefahr besteht, dass man sich vielleicht mit irgendeiner Krankheit angesteckt hat. Auch das schließen wir definitiv aus. Was das Piercing und Tätowierungen angeht, besteht da natürlich auch eine ganz winzige Gefahr, dass hier beim Tätowieren Keime auftreten. Wer tätowiert oder gepierst worden ist, muss eine Blutspendepause von 4 Monaten machen. Nach 4 Monaten sind wir sicher, dass keine Infektion stattgefunden hat, dann darf auch jeder wieder spenden. Hat man diese Kriterien erfüllt und ist das Blut abgenommen, geht es nach einer kurzen Kreuzprobe ab ins Labor. Dort erfolgen weitere zahlreiche Untersuchungen. Diese Maschine ist ein Probenverteiler. Hier werden die Proben von allen Blutspendern auf Mikrotiterplatten verteilt. Dort sind vorbeschichtete Antikörper und hier wird getestet, ob irgendwo irgendein Keim vorhanden ist. Diese Mikrotiterplatten werden dann hier in den Messgeräten abgelesen. Wenn etwas positiv wäre, würden wir das sofort sehen. Es gibt mehrere Stufen dabei, damit wirklich nichts übersehen wird. Und es wird immer noch mal von jeder Konserve eine Probe in ein Zentrallabor geschickt. Dort wird auch noch mal molekularbiologisch getestet, ob irgendwas vorhanden ist. Und erst wenn alles blitzsauber ist, dann geht die Konserve raus. Wir kommen jetzt zur Blutkühlzelle, in der alle Konserven für Vorarlberg vorhanden sind. Hier im Blutkühlschrank sind Konserven, die wir aktuell parat haben für die Vorarlberger Bevölkerung. Haben wir unterschiedlich nach Blutgruppen sortiert. Wir haben die häufigen, 0 positiv, A positiv. Und im unteren Bereich die selteneren Konserven, zum Beispiel AB negativ. Solche Blutgruppen sind natürlich seltener bei Spendern, aber sie werden auch seltener gebraucht, weil es ja auch weniger Patienten gibt, die diese haben. Und wir haben natürlich unsere Notfallkonserve, die 0 negativ. Da haben wir einen extra Bereich vorgehalten, damit wir immer genug für die Notfälle haben.
Ja, gelagert ist das Blut, das übrigens in einer Konserve maximal 42 Tage haltbar ist, nach Blutgruppe und Rhesusfaktor. Und das spielt bei der Spende eine große Rolle. Hier in Mitteleuropa sind die Hauptblutgruppen 0 und A, und zwar Rhesus-positiv. Eine besonders wertvolle und seltene Blutgruppe ist 0 negativ. 0 negativ hat den großen Vorteil, dass man Blut von 0 negativ Spendern jedem Patienten im Notfall geben kann, weil es hier keine Abwehrreaktionen gibt. Deswegen ist diese Blutgruppe für uns besonders wertvoll, haben allerdings nur 7% der Bevölkerung, sodass hier diese Patientengruppe öfter mal eine extra Einladung bekommt, aber immer mit großer Hilfsbereitschaft sofort kommt. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen Blutspendern natürlich ganz, ganz herzlich bedanken. Wir haben hier in Vorarlberg treue Blutspender, die häufig und viel kommen und das auch gern weiterbringen. Vielen Dank an alle. Der Arbeitsprozess, bis das gespendete Blut zum Endkonsumenten kommt und dadurch Leben retten kann, ist also ein gewaltiger. In Vorarlberg ist die Bereitschaft groß. Und das soll natürlich auch weiterhin so bleiben. Ja, Einblicke hinter die Kulissen gibt's nicht nur vom Landeskrankenhaus, sondern heute auch vom Vorarlberger Tierschutzheim. Dornbirner Martinsruh mitten in einer Spazierlandschaft befindet sich das Vorarlberger Tierschutzheim. Die Anlaufstelle für gefundene, für zurückgelassene und beschlagnahmte Tiere. Das Vorarlberger Tierschutzheim ist das einzige Tierschutzheim in Vorarlberg. Wir beherbergen ca. 1600 Tiere im Jahr, darunter Hunde, Katzen und Kleintiere. Momentan haben wir 28 Hunde, 60 Katzen und 25 Kleintiere bei uns auf der Station. Hasen, Meerschweinchen, Mäuse, alles was klein ist und knabbert, wartet hier auf ein neues Zuhause. Das Hauptnahrungsmittel, die Bodenauslegung und der Schlafplatz der meisten dieser Gäste ist aus Stroh. Und genau das ist auch oft der Grund, warum die kleinen Tiere ihr Zuhause verlieren. Denn viele Menschen reagieren darauf mit starkem Heuschnupfen und Allergie. Etwas, woran häufig nicht gedacht wird bei der Anschaffung. Das neue Zuhause sollte viel Raum bieten, möglichst auch im Freien. Im Tierschutzheim Vorarlberg plant man, den Kleintierbereich deutlich zu vergrößern. Denn er ist der einzige Bereich, der hier im Tierheim noch am Minimum läuft. Das Tierschutzheim Vorarlberg gehört nämlich zu jenen Tierheimen, die österreichweit den höchsten Standard bei der Tierhaltung vorweisen können. Auch die Katzen fühlen sich hier sichtlich wohl im kuscheligen Spielzimmer. Mit Auslauf nach draußen, wenn es nicht zu kalt ist. Trotzdem, wer ein neues Zuhause für einen grantigen Garfield, eine verschmuste Tricky oder einen schüchternen Pico hat, die Sanftpfoten brauchen neue, liebevolle Dosenöffner. Die Hunde verbringen hier sehr viel Zeit im Freien. Es wird mit ihnen gespielt und gearbeitet. Diese Arbeit verlangt höchste Aufmerksamkeit und Einfühlungsvermögen. Hier lernen sich die Hunde zu sozialisieren, so es notwendig ist.
Trotzdem haben sie auch ihren eigenen Rückzugsort. Denn nicht jeder Hund verträgt fremde Menschenblicke. Nicht alle Hunde verstehen sich gleich gut. Nicht jeder ist sofort zutraulich. Manche von ihnen haben eine traurige Geschichte hinter sich, kommen aus desolaten Verhältnissen, wurden vernachlässigt. Hier bekommen Sie die Möglichkeit, unter liebevoller Trainer- und Pflegeraufsicht körperlich wie seelisch zu gesunden. Geschulte Pflegekräfte kümmern sich hier fürsorglich und kompetent um die vielen Tiere. Hilfe wird aber immer gebraucht und gerne angenommen. Ehrenamtliche Tierfreunde sind immer willkommen. Von einem Vierbeiner, zum Beispiel bei einer gefundenen Katze, werden die Daten aufgenommen und dann der Findling sofort untersucht. Jedes Tier wird bei uns von einem Tierarzt untersucht. Dabei wird genaues Augenmerk darauf gelegt, ob das Tier eventuell Parasiten hat. Es wird dann bei uns entwurmt, entflohen. Es wird auch ein Grundcheck durchgenommen. Dabei werden Fell, Gesamtzustand, Augen und auch das Gewicht überprüft. Der Tierarzt kommt alle 2, höchstens 3 Tage in der Woche zu uns ins Tierschutzheim und untersucht alle unsere Tiere. Jedes Tier wird bei uns auch geimpft. Und alle Katzen, natürlich wie es auch das Gesetz verlangt, kastriert und sind dann nach einem letzten Routinecheck oder einer Endkontrolle durch den Tierarzt frei zur Vermittlung. Hat man sich zum Beispiel in einen Hund aus dem Tierheim verliebt und möchte ihn zu sich mit nach Hause nehmen, muss man zuerst einige Zeit auch zusammen mit Pflegern und Tiertrainern mit dem Hund verbringen. Hier wird festgestellt, ob die Sympathie passt und ob man auch mit dem Tier richtig umgeht und vor allem, ob man zuverlässig und verantwortungsvoll ist. Hilfestellung gibt es natürlich auch bei der Erziehung. Sollten Sie ein Tier finden oder vielleicht bei Ihrem eigenen überfordert sein, scheuen Sie also nicht, ins Tierheim nach Dornbirn zu fahren. Also wir als Vorarlberger Tierschutzheim-Mitarbeiter sind natürlich für jedes Anliegen rund ums Tier da, stehen gern mit Rat und Tat zur Seite. Und oft ist es so, dass man einfach in schlechte Situationen kommt, Umstände sich ändern. Und da bitte nicht scheuen, keine Angst haben, bitte einfach bei uns melden. Wenn es ums Tier geht, helfen wir gerne. Hier ist der Vierbeiner,
also in guten Händen und hat die besten Chancen, wieder ein liebevolles Zuhause zu bekommen und ein glückliches Hundeleben zu führen. Ob spezielle Zahnpasta, Gesichtsmasken oder Heilerde, als schönen Abschluss haben wir noch ein paar einzigartige Tipps für euch. Heilkräfte, die aus der Eiszeit kommen. Was könnte das sein? Es ist die Erde, genauer gesagt die Heilerde. Wir befassen uns heute in unserer Sendung Heilkräfte der Natur mit der Kraft der Heilerde, wie wir sie anwenden können. Und deshalb sind wir auf Besuch in Sulz im Geschäft Essentia bei Doris Längle. Hallo Doris. Hallo Lilo, schön, dass wir da sind. Ja, und danke für deine Gastfreundschaft. Wir zwei werden heute gemeinsam zwei Sachen herstellen, das ist die Heilmaske mit Heilerde und eine Zahnpasta. Du hast ja hier so viele schöne Sachen und es sind vor allem Natursachen, die du hier hast in deinem Geschäft. Mhm. Jetzt hast du drum der Laden die Kraft der Natur, habe ich den Namen. So wie du siehst, die Kraft der Natur heute, hast du meinen Laden so. Die genaue Zusammensetzung der Heilerde variiert nach Abbaugebiet. Sie enthält Mineralstoffe wie Silizium, Eisen, Calcium und Natrium. Und dazu einige besondere Spurenelemente wie Chrom, Kupfer. Heilerde kann innerlich und äußerlich angewendet werden. Äußerlich angewendet wirkt Heilerde absorbierend, antiseptisch, antibakteriell, austrocknend, gewebereinigend und stärkend, kühlend, schmerzlindernd, abschwellend, entsäuernd, juckreizstillend und beruhigend. Und weil die Heilerde dermaßen gut ist für die äußerliche Anwendung, können wir es verwenden als kalter oder warmer Umschlag. Wir können es bei Verletzungen, bei Rheuma, bei Sehnenscheidenentzündungen verwenden, sogar bei Hexenschuss. Ja, Doris, und du hast auch noch Ideen dazu, wie wir es anwenden können? Ja, also gerade wenn du jetzt für Hexenschuss oder Gicht oder wenn irgendwo Prellung hast, dann kannst du ganz fein einen dickeren Brei damit anrühren mit Wasser. Und immer schauen, habe ich es lieber wärmer, habe ich es kalt, immer selber drinnen spüren, weil nicht jeder mag es warm und es ist schon nicht immer warm oder kalt richtig, sondern immer selber spüren, was für einen richtig ist. Dann mache ich den dickeren Brei an, dann schmiere ich es auf die Stelle an, wo mir weh tut. Dann habe ich immer Frischhaltefolie rundum, dass es richtig, wenn eine Packung dampfen kann. Dann tue ich noch ein Türchen, ein Geschirrtürchen oder ein Handtürchen um und dann kann ich so über Nacht oder das Bett nicht voll wird, richtig wirken lassen. Besonders für junge Mädchen, die unter Pickel und Akne leiden, aber auch für uns, wenn wir Mitesser haben, ist die Maske, die Gesichtsmaske mit Heilerde besonders förderlich. Und wie wir so eine Gesichtsmaske herstellen, zeigen wir Ihnen jetzt. Dazu brauchen wir eine Schüssel. Eine Schüssel, ja. Heilerde. Heilerde. Das Verhältnis circa von der Heilerde ist 7 Löffel Heilerde, 2 Wasser. Da bekommt man eine recht gute Konsistenz. Ja, es soll breiartig sein. So. Genau. Und verrühren das Ganze. Man kann die Heilerde anrühren mit normalem Wasser. Es geht aber auch, und das hat sich besonders bewährt bei Pickel, wenn wir statt Wasser Essig nehmen. Essig wirkt sehr gut auf die Haut und trocknet die Pickel aus.
Was man auch machen kann, ist zum Beispiel Zitronenöl dazugeben, ätherisches Zitronenöl. Und das hilft auch, das erfrischt die Haut und desinfiziert sie auch. Ja, jetzt ist es perfekt. Jetzt haben wir den perfekten Brei, oder? Heilerde allein wirkt schon gut, weil sie über die oberen Hautschichten eindringt und die Hornhaut erweicht. Und dadurch können abgestorbene Hautpartikel befreit werden. Und zudem, durch die Mineralstoffe, wird die Haut auch noch genährt. Was man auch noch hineingeben kann, ist Aloe Vera. Ich habe Aloe Vera immer zu Hause bei mir als Pflanze. Da schneide ich ein Blatt ab. Also zum Beispiel, als ich schwanger war mit meinen Zwillingen, ein unglaublicher Umfang hatte, habe ich mich wirklich täglich von Anfang an mit Aloe Vera eingecremt und ich habe weder Schwangerschaftsstreifen noch sonst irgendetwas. Und das führe ich darauf zurück, dass ich mich mit Aloe Vera eingecremt habe. Wenn man das auf tot aufdreht, wäre vielleicht zum darauf achten, dass man die Haut gut abdeckt, aber die Mundpartie und Augenpartie selbstverständlich freilässt. So ungefähr. Man kann es ruhig auch ein kleines dicker. Überhaupt empfiehlt sich die Anwendung, dass man sie nachts, bevor man ins Bett geht, aufdreht. So 2 bis 3 Mal in der Woche. Einwirkdauer 20 bis 30 Minuten. Es geht darum, dass die Feuchtigkeit wirklich entzogen wird und es beginnt dann ein bisschen abzubröckeln. Durch die erhöhte Durchblutung kann es sein, dass die Haut danach gerötet ist. Da empfiehlt sich, ein sehr gutes Öl zu verwenden. Ein Öl, das die Haut in der Feuchtigkeit, also wieder ein bisschen Feuchtigkeit zuführt, dass die Feuchtigkeit genährt wird und die Haut genährt wird. Und da haben wir zum einen einmal das Arganöl, das sich bewährt hat, aber auch das Jojobaöl, wäre sehr zu empfehlen. Ein altes Hausmittel, wie man Pickel wegkriegen kann, ist, man nimmt eine Zitrone, ein Wattestäbchen und gibt den frischen Zitronensaft über Nacht auf die Pickel auf. Das soll die Pickel austrocknen. Somit haben wir eine wunderbare Maske, günstig, kostet nicht viel und ist schnell angerührt. Man glaubt es kaum, Heilerde macht die Zähne weiß. Und was wir dazu alles verwenden, zeigen wir Ihnen jetzt bei der Herstellung und wie wir das machen. Also zuerst brauchen wir einmal das Kokosfett, das im Regelfall noch etwas erwärmt werden sollte, also auf keinen Fall über 40 Grad, so damit es flüssig ist und wir alle Ingredienzen gut miteinander verrühren können. Und dazu brauchen wir eben das heiße Wasser. Für die Herstellung verwenden wir 2 Esslöffel Kokosfett. Kokosöl wirkt antibakteriell, antiviral, antiparasitär und es wirkt aufhellend für die Zähne. Dazu können wir verwenden Kurkuma. Da nehmen wir 1 bis 2 Messerspitzen von Kurkuma. Kurkuma wirkt, man glaubt es kaum, auch aufhellend. Ja, wirklich. Das schöne Gelb sieht es ja schon, ne? Ja. Hier in der Zahncreme hilft es, die Entzündungen im Mundraum vorzubeugen und schädliche Bakterien bereits im Vorfeld zu bekämpfen. Jetzt nehmen wir noch Heilerde dazu. Ja, ja, so viel Heilerde. Man kann natürlich auch weiße Heilerde nehmen. Weiße Heilerde habe ich normalerweise auch da, noch heute fehlt sie. Und manche mögen nämlich nicht gerade so etwas Brus im Mund nehmen, sind lieber die weiße Zahnpasta gewöhnt. Und das kann man so mit der weißen Heilerde machen. Die Heilerde wirkt da antibakteriell, was ja natürlich gewünscht ist. Und dann geben wir noch eine Messerspitze. Jetzt tun wir unseren Superlöffel wieder umkehren. Messerspitze Birkenzucker. Birkenzucker rein. Wo kein Zucker ist. Der hat jetzt den Grund, aber nicht wegen dem Zucker. Damit es einfach ein bisschen besser schmeckt und kühlt auch, kühlt ein bisschen. Ja, ja, hat einen kühlenden Effekt im Mund. Und jetzt geben wir noch das Allheilmittel Natron. Das hat hier den Zweck, dass es hilft, die Reibfähigkeit im Mund als Zahnpaste. Ein bisschen die natürliche Putzartikel. Genau.
Und zudem macht Natron auch noch, hilft es, den pH-Wert im Mund zu regulieren. So, dann geben wir noch zwei Öle dazu. Also man kann dazugeben gerne, was man möchte. Aber wir geben jetzt zum einen Pfefferminz dazu. Das ist zur Erfrischung. Was Pfefferminz zudem noch hat, vor allem für Morgenmuffel, es wach werden und es erhält das Gemüt. Wie viele Tröpfchen tust du jetzt auf so etwas? Eins bis zwei. Eins bis zwei, okay. Ja. Salbei geben wir auch dazu, auch wieder ein bis zwei Tropfen. Ich glaube, dass man bei der Zahnpasta jeder selber durchschauen kann, was er gerade für ein Problem im Mund hat. Und durch auf es schaut, wie jede Pflanze wirkt. Und nachher mische ich mir meine Zahnpasta für das Problem, das ich gerade habe. Genau. Also wir können auch Kräuter ernten, sie trocknen und fein pulverisieren und direkt das Kraut in die Zahnpasta hineingeben. Es gibt viele Rezepte für Zahnpasta. Sie schauen einfach, was Sie für sich finden, was Sie gerne haben möchten. Dies soll nur eine Anregung sein. Ersetzt auf keinen Fall die herkömmliche Zahnpasta. Und während sie auskühlt, ist es wichtig, dass wir immer wieder rühren, damit sich die Ingredienzen nicht setzen, sodass es gut vermischt ist. Und ich habe hier schon eine vorbereitet. Ich nehme jetzt gerade das. Ich nehme jetzt frech meinen Finger. Ja, okay. Ja, mach das. Das desinfiziert eh. Ich probiere jetzt ein bisschen. Also das gibt man dann einfach so auf die Zahnbürste rauf und tut ganz normal Zähne putzen. Man kann es erst so. Genau. Schmeckt voll frisch und kühlt. Macht also wirklich ein bisschen kühl im Mund. Und knirscht ein bisschen. Ich kann mir das vorstellen, wie jetzt nicht statt dem Kaugummi untertags. Naja. Hast du immer frische Atem. Dazu muss man aber darauf achten, dass man Heilerde verwendet, die man auch innerlich anwenden darf, nicht nur äußerlich. Ich wünsche Ihnen viel Freude bei der Anwendung, beim Nachmachen mit unserer Heilkraft aus der Eiszeit. Bei der Doris möchte ich mich recht herzlich bedanken, nochmals, dass ich da sein durfte. Und es war so schön, mit dir jetzt das zu drehen. Es hat gleich super funktioniert. Und ja, eine gute Zeit. Dankeschön. Kommen wir sehr gerne wieder. Wiedersehen und bis bald. Tschüss. Das war's für heute vom RCV Vorarlberg Magazin. Mich hat es gefreut, dass Sie wieder dabei waren und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder.